So, mal in der 314 ein wenig minern gehen. Mal schauen, wie das funktioniert. Scan-Modus. Mal schauen, was wir haben. Na, jetzt scannt er. Und was haben wir hier? Ja, natürlich Dolivin. Was sonst? Na gut, dann eben Dolivin. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Grey Cat Anzug hier auch was taugt. Temperaturmäßig. Ich habe da jetzt irgendwie nicht hingeguckt beim Kaufen, weil ist hier ja Arial. Arial. Areal. Wie auch immer, irgendeine komische Schriftart und ist ja ziemlich heiß hier, ne? Ah, schön langsam. Uiuiuiuiui. Ach, da ist noch ein Steinchen. Ups. Ich mag kein Dolivin. Das bringt kein Geld. Oh, 41 Minuten zu leben haben wir noch bei 139 Grad. Ja, bei diesem Claim hier. Also würde das jetzt hier nicht die Masse bringen, dann wäre ich jetzt überhaupt gar nicht gelandet. Also bei einem oder zwei Steinchen steige ich gar nicht erst auf. Ui, es ist laut. Ja, das dachte ich, haben sie mal gefixt hier, weil man sieht hier absolut nichts, wo der grüne Bereich ist. Ja. Also das spinnt noch ein bisschen rum hier. Ja, jetzt kommt natürlich noch irgendwie der Text dazwischen. Das ist nicht gut hier, ne? Weil das ist sowieso immer so eine Popelgeschichte. Ja, es springt immer mal wieder weg hier, die Anzeige, ne? Das ist natürlich überhaupt gar nicht gut. Und man sieht sie halt immer noch nicht so richtig gut hier. Das hätte man vielleicht ein bisschen mehr zur Seite ziehen können. Ja, jetzt ist wieder weg. Ja, Dolivin, das ist so absolut nicht so mein Ding. Das ist ziemlich zappelig. Ich gebe ja nur schon Gas. Meine Fresse hier. Jetzt ist wieder weg hier. Naja, passt schon, wa? Da sind wir doch gar nicht pingelig. Das ist auch ziemlich schwer zu finden. Also überhaupt, die großen Steinchen findet er ja. Die kleinen Steinchen, da musst du quasi 2 Meter über dem Boden fliegen, damit die auftauchen. Und dann tauchen sie auf, wenn quasi das Schiff gerade drüber fliegt. Das heißt also, man muss da wieder abbremsen und umdrehen. Da hätte ich mir erhofft, dass die mit dem neuen Scanning-System da das ein bisschen optimiert haben, weil das ist nicht optimal. Bin mal gespannt, ob die ob der Traktorstrahl funktioniert. Ja, die Anzeige ist halt ein bisschen zu transparent für mich, ne? Also das ist. Jetzt ist wieder. Ja, das ist immer beim. Wenn du ausmachst, wieder anmachst, ist es wieder weg dann, ne? Da will der nochmal scannen hier. Da geht er nochmal in den Scan-Modus. Ich habe es mit der Mol auch im All probiert. Teilweise scannt er 4 oder 5 Mal den gleichen Stein. Und dann geht natürlich diese die Anzeige hier weg. Muss nochmal quasi von neuem anfangen. Jetzt sehe ich überhaupt nicht mehr hier. Yeah. So, jetzt wäre natürlich eine Anzeige cool. Ah ja, da steht's, wie viel Cargo.
Laser zappelt auch ein bisschen doof rum hier. Doofes Gamepad. Gut, ich denke mal, dass das hier so langatmig ist. Also es war in der letzten Version ging das ein bisschen schneller. Ich habe mal gemerkt, so die Desyncs werden auch irgendwie ein bisschen mehr hier, ne? Also das ist nicht mehr so genial. Und da dauert das hier natürlich auch entsprechend lange, bis da die Steinchen eingesammelt werden können. An manchen Tagen läuft es ja wahrscheinlich auch besser, ne? Je nachdem Uhrzeit, wie viele Leute auf dem Server sind. Jetzt sind derzeit ziemlich viele drauf, glaube ich. Ja, 19 Uhr, Feierabendzeit, ne? Jedenfalls hier. Ja, ja, ich lasse es einfach laufen. Ich lasse es laufen, ja. Ich könnte jetzt natürlich, wenn ich Glück habe, weiterfliegen und findet dann vielleicht Titanit oder sowas. Okay, also. Hier sieht man es, ne? Also ich habe den Traktorstrahl schon wieder weggezogen und dann hat er es eingesammelt. Hier liegen ja überall Steine rum. Das ist doch alles bares Geld hier. Also das ist, wenn ihr hier wirklich jeden Stein einzeln einsammeln musst, ja mit dem Strahl, wäre das natürlich auch Blödsinn. Das dauert ja ewig hier. Ja, jetzt will er gar nicht mehr. So weit weg bin ich auch nicht. Jetzt hätte ich beinahe mein Schiff mit dem Traktorstrahl getraktorstrahlt. Sag mal, was ist hier los? Alter, das Ding will mich verarschen hier. Jo. Okay, also das glaube ich würde jetzt auch nichts mehr großartig bringen. Fahre ich jetzt die Kiste erstmal wieder rein. Vorsichtig. Er rutscht. Gibt es ja immer solche Spezies, die sich da so an die Schiffe schleichen und wenn einer minern geht, dann meinen den Rock auszuräubern. Mal gucken, also wenn man die Kiste jetzt ganz nah an die Wand stellt. 39,7 Grad. Ich bin leicht überhitzt. So. Ja, und schon kommt man nicht mehr ran. Okay, eigentlich müsste hier drin Sauerstoff sein, ne? Ich ziehe mal meinen Helm ab. Kein Kühlsystem im Helm drin, ne? Ja, ja. Grey Cat. Kleiner Workaround halt, ne? Helm ab, Helm wieder auf. So, mal gucken jetzt hier, ob ich draußen die Steinchen noch einsammeln kann. Aber hier, jetzt sehe ich sie ja nicht mehr, ne? Ah, doch, da ist einer. Still. Ich habe keinen Plan, wie viel Platz ich in dem Rucksack hier drin habe. Das geht aber fix, ne? Also das scheint gut zu laufen, ne? Da kennen wir das ja, wir kennen ja noch ganz andere Geschichten. Aber ja, sammelt das fleißig ein, ohne dass Stow dasteht und ohne dass er da erstmal das stundenlang sich angucken muss. Okay, den will er gar nicht, oder? Doch, jetzt. Ja, das läuft. Komisch, ne? Aber das scheint gut zu funktionieren. Das ist gut. Zickt und zuckelt ein bisschen rum beim Rock. Aber dafür funktioniert das hier, ne? Also hier funktioniert das super. Und dieses, wo rennt der jetzt hin? Dahin musst du. Und dieses iCache zum Beispiel und auch das Server-Meshing, das ist ja auch immer, also das kommt ja auch nicht mit einem Schlag. Das
wird da immer so, kommt immer so, wird das reingebastelt, ohne dass man es wahrscheinlich auch merkt. Also da ist auch nichts von in der Roadmap oder sonst irgendwo in den Ankündigungen zu sehen, weil das einfach nach und nach mit den zusätzlichen Funktionen mit eingepflegt wird und hier merkt man es auch. Na? Also hier scheint das auf jeden Fall eingepflegt worden zu sein, weil ansonsten hätte ich jetzt wieder die Steine erstmal stundenlang angucken dürfen, bevor ich mir die hätte einpacken können. Und das funktioniert jetzt mit einem Rutsch. Das ist so in der Form, kenne ich das nicht. Normalerweise geht das nicht da. Ja, also ihr kennt es ja bestimmt, ne? Wenn ihr mal in der Höhle gewesen seid oder hier halt so minern, ne? Jetzt suche ich noch ein paar Steinchen. Hier sind keine mehr, ne? Ich kann das jetzt auch hier nicht mehr sehen. Außer ich glaube, wenn du einen Minenlaser rausholst. Aber hier ist, glaube ich, da ist noch eins. Ja, Steinchensuche. Siehst du, der packt das ganz brav ein, ohne dass er das erstmal stundenlang in der Hand hält. Ja, vorher hat es mit dem Carry, ne? Du willst es Stone und da war dann eben dieses durchgestrichene Zeichen, dass du es halt nicht aufheben kannst, weil da erstmal eine Serverantwort abgewartet werden musste und das ist jetzt weg. Also du kannst es direkt aufheben und einstecken. Wie geil ist das bitte? Das werde ich natürlich jetzt demnächst auch mal wieder ausprobieren in der Höhle. Ne? So eine Suchmission, da kann ich eigentlich auch gleich mal gucken. Ob wir eine Höhlenmission haben, weil da sind ja auch immer Steinchen drin. Halt. Ne, doch. Ne, da. Cave on Aberdeen. Ich nehme das mal an. Ist natürlich jetzt eine absolute beschissene Idee. Ich hatte hier heute schon einen Absturz gehabt. Also nicht mit dem Schiff, sondern einen Spielabsturz. Und dann mit dem Rock und dem ganzen Gedöns da drin. Ich probiere es einfach mal, ne? So, von dem einen heißen Mond zum anderen. Ich überlege gerade, ob ich vorher vielleicht so eine Minenstation anfliegen sollte, um erstmal mein Zeug zu verhökern. Ich glaube, das wäre vielleicht die bessere Alternative. Was? Wie Kontakt willst du jetzt? Shelter. Anderson. Fliege mal erstmal nach Anderson. Kontakt. Wo war denn Kontakt? Hier ist kein Kontakt. Was ich cool finde, in der 3.13 war es ja so gewesen, dass der Rock, wenn du den eingeladen hast, dass der auch noch im Radar unten angezeigt wurde. Das ist jetzt weg, zum Glück. Das kann schon ziemlich verwirrend sein. So, mal nach Anderson fliegen. Moin. Jetzt ein kaltes Schmolz. Das wär's jetzt. So. Dollywin. 38.500. Na bitte. Von wegen wertlos, wa? Geht doch. Für das bisschen Arbeit jetzt. Aber ich hab doch auch was mit dem Anzug aufgesammelt. Wieso kann. Warum wird das nicht angezeigt hier? Das aus dem Anzug kann ich ja offenbar nicht verkaufen, ne? Das ist ja blöd. Das ist blöd. So, wie weit ist mein Ziel weg? 300 Kilometer. Ah. Dann müssen wir nochmal in die... nochmal nach oben fliegen. Haben die irgendwie was an der Grafik verändert? Das sieht ja auch ein bisschen anders aus, ne? Cool. Mal lieber schnell zum Schiff gehen, ja nicht, dass es hier gleich die spawnt, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gehabt. Ah, ich sehe gerade, der Boost, da lädt sich ganz schön langsam auf. Jetzt muss ich mal gucken, was war denn hier der Antrieb, das hier? Wenn ich das jetzt nach oben mache. Ne, das war der Antrieb hier unten, ne? Ja,
Guck mal ja, wie schnell der jetzt nach oben geht, weil ich die Energie zum Antrieb runtergestellt habe. Jetzt lädt er sich viel schneller auf. Das ist schon fett, ne? Das ist schon geil. Ja. Das hat vorher ja eigentlich nur ja, marginal was gebracht, wenn überhaupt. Ich habe das früher auch schon mal probiert, mehr Energie so auf die Schilde zu legen oder auf die Waffen. So richtig gebracht hat das nichts. Also das hat für mich irgendwie, ja, kein, also die Schilde ging genauso schnell runter oder ja, der Boost hat genauso lange gehalten. Das ist jetzt anders. Also jetzt ist es wirklich, jetzt funktioniert es auch. Und ja, ich finde das richtig geil. Mit den Waffen genauso. Also die Waffen sind jetzt auch viel stärker, wenn du da die Energie mehr auf die Waffen legst. Das ist richtig geil gemacht. Und da kommt es dann wieder auch drauf an, was hast du für ein Schiff, ne? Hast du für ein, was hast du für eine Konfiguration? Wenn du ein Schiff hast mit starken Schilden, dann brauchst du wahrscheinlich dann nicht extra Energie auf die Schilde zu legen. Dann kannst du da die Energie lieber dann auf die Waffen legen. Und in Kampfsituationen brauchst du ja dann eigentlich generell weniger Wert auf den Antrieb zu legen. Da lohnt sich's dann natürlich. Finde ich eine gute Sache. Vorher hat das für mich nicht funktioniert. Also vielleicht kann man sich das einbilden, dass es funktioniert hat, aber jetzt funktioniert es. Also man sieht es zum Beispiel am Booster und ich habe es auch schon im Kampf ausprobiert. Es geht. Jetzt funktioniert das mit dem Dreieck da. So, jetzt können wir langsam mal den Sinkflug einleiten. Ja, das sieht nicht gerade günstig aus mit dem Lande, mit der Landemöglichkeit, weil überall diese komischen Bäume sind. Warte mal, da hinten vielleicht. Ach du Scheiße, wo soll ich denn hier landen? Ah, das ist nicht günstig hier. Da muss ich in der Außenansicht gehen, es nützt nichts hier. Oh je, das wird. Das, ich glaube, das ist, so ist das günstiger hier. Nicht so leicht, ja. Mal gucken, ja. Oh je. Yeah. Na, kriegt man es hin? Nicht den Baum. Ja. Okay, passt schon. So. Ja, jetzt habe ich natürlich einen Haufen Gelumpe hier drin. Und hier, ich habe hier auch keinen. Jetzt wäre natürlich so ein Stauraum geil, wo ich meine Dolivinsteinchen hinlegen könnte. Reinlegen könnte. Ich glaube, das habe ich hier gar nicht. Ah, toll. Der Lichtschalter, ganz wichtig. Scheiße. Gut, ich könnte es jetzt anders machen. Ich könnte jetzt die Kiste natürlich ein bisschen vorfahren. So. So, und da kann ich doch jetzt eigentlich theoretisch mein Gelumpe, was ich hier sowieso nicht verkaufen konnte, eigentlich reinhauen. Gucke mal. So, jetzt zahle ich das einfach hier rüber. Jetzt habe ich 15.000. Aha, okay. Gut. Jetzt, wie mache ich das? Ah, sehr schön. Nee. So, Waffe. Passt. Na, dann schaue ich mal, ne? Ob das mit den Steinen. So, Minenlaser. Funktioniert auch. Knips. Ui, jetzt.
Jetzt habe ich mich sogar in echt weggeduckt, weil das Schiff irgendwie gefährlich nahe kam, ja. Oh, Alien-Kaka. Ah, das Grafik, die Grafikmumie hier ist immer noch da, dieses komische, dieser Grafikbug am Anfang der Höhle. You found a deposit suitable for harvesting. Ja, wo denn? Ach, tiefer in der Höhle gibt es auch noch was hier. Hier sind die komischen Ananas. Okay, hier ist ein Steinchen. Alter. Seit wann sind denn hier Gegner? Ja, wieso lädt der? Das ist doch schon aufgeladen gewesen. Alter, seit wann sind hier Gegner? Das ist doch bloß so eine scheiß Missing Client Geschichte. Was sind das für ein Fuck? Was geht hier ab? Ich wollte doch nur ein bisschen Höhlenmining machen. Ja, mei, bin ich nordisch? Oh ne, oder? Dolivin, leck mich fett. Ich denke, ich soll hier nur einen Vermissten suchen. Warte mal, jetzt müssen wir trotzdem mal gucken, was das hier ist. Hat er nicht! Komisch, da ist er schnell mit dem Scan. Ja, toll, jetzt fühle ich mich aber irgendwie so beobachtet. Scheiße. Da renne ich wie ein Spast um die Ecke und renne beinahe wie ein Noob da. Alter, also, das geht überhaupt nicht. Ja, jetzt weiß ich aber nicht, wo ist jetzt der grüne Punkt? Bis wohin darf ich hier minern? Ja, da steht zwar Hadanit, aber wo ist der Punkt, bis wohin ich minern darf? Ist das irgendwie scheißegal oder so? Ja, nee, das ist. Was ist das hier? Ich will doch nur den Vermissten suchen. Habe ich irgendwas nicht kapiert hier? Ja, ne? Na gut, ich bin eh meistens verpeilt. Was ist denn das für ein Vogel? Dragbody. Oh, ey, das Licht, ey, das wird ja immer schlimmer. Scheiße. Da ist noch einer. Hatte ich nicht irgendwie mal eine Knarre mit. Ach, scheiße. Ja, wie soll ich hier in Ruhe was abmeinen? Oh Gott sei Dank, jetzt ist das Lichtverhältnis ein bisschen besser. Ja, scheiße, wa? Da ist auch noch einer. Sage mal. Ich würde gerne mal eine andere Waffe rausholen. Ich habe Angst, dass da dein Helm da wieder absetzt. Ah, er hat ihn auf, okay. Jetzt steht hier wieder empty, alles klar. So, Arrowhead. Okay. Oh, Alter, jetzt war ich von meinem eigenen Schatten erschrocken. Pussy Alert, Pussy Alert, Pussy Alert. Okay, in solchen engen Bereichen ist es nicht gut hier mit der mit dem Scharfschützengewehr rumzuhampeln. Ist da einer? Ich wollte doch eigentlich nur ein bisschen minern gehen.
Es ist doch aber die richtige Höhle, ne? Ah, oh, ey, die Lichtbugs. Also das kann einen richtig abfacken, gerade in so einer Höhle, wo die Sicht sowieso immer so scheiße ist. Alter, jetzt muss ich mal hier gucken, hier im Auftragsmenü. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist denn das hier? Und dafür gibt es nur 4000, Alter. Dafür, dass ich hier in Lebensgefahr schwebe. Mehr als sonst schon. Alter, ey. Jetzt hier wäre doch ein gutes Fleckchen, was abzuminern. Aber nein, hier ist kein Steinchen. Schade, schade, schade. Ja, weil vorhin hat ja der Scanner nicht funktioniert. Das war natürlich ein bisschen blöd, ne? Oder ich habe irgendwas hier nicht beachtet. Da ist einer. Super. Das ist immer noch der Fehler hier. Schießt durch, aber dann bleibt er irgendwo in der Luft hängen. Junge, Junge, Junge. Ach komm, gib mir doch mal hier ein Steinchen zum Abminern hier. Nur ein. Ich will doch nur gucken, ob das funktioniert. Der am Eingang hat nicht funktioniert irgendwie, ne? Eigentlich muss da ja erst scannen. Damit ich dann sehe, bis wohin ich da mit dem Laser kann. Ja, na klar, Dolivin, was sonst, ne? Ich sag nichts dazu, aber ich probiere es einfach mal aus hier. Licht lasse ich lieber aus. Jetzt scannt er, ja klar, ausgerechnet das Kack-Dolivin, ey. Das hat Anita, hat er keinen Bock gehabt. Toll. Alles voller Feind und ich gehe gemütlich meinern. Team Red! Ja. Okay, aber hier geht's, ne? Also mit dem Rock ist es ein bisschen komplizierter. Aber mich interessiert jetzt eigentlich auch nur, wie das ist mit dem Aufheben, ob das wirklich dann, ob das nur auf dem Mond so war, oder? Das jetzt wirklich gefixt ist hier. So, ich heb auf, steck's ein. Ich heb auf, steck's ein. Alter, das funktioniert! Ohne Probleme hier. Das war so ein Krampf immer gewesen. Jetzt geht das und flutscht. Warum denn nicht gleich so, Leute? CIG, ich verbeuge mich einmal mehr. Das ist richtig fett. Dankeschön. Ich danke CIG an dieser Stelle. Und den Arm-Programmierern, die sich da Tag für Tag den Arsch aufreißen, um uns hier zu bespaßen. Richtig geil. Danke, CIG. Das habt ihr richtig geil gemacht. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber was ihr euch hier gedacht habt, obwohl andererseits, es macht jetzt natürlich auch mega Spaß, ne? Also das von wegen, ne? Ich habe ja vorhin extra noch gesagt, ja, das ist mir scheißegal, die vermisste Person zu finden. Aber so ist das doch auch geil, ja. Da ist nochmal richtig fette Spannung dabei.
Ich glaube, ich muss eh hier runter, ne? Oder? Wird da nicht angezeigt, wo die vermisste Person ist? Okay, also das mit dem Mining funktioniert schon mal richtig gut. Also das, da bin ich mega überrascht. Jetzt haben sie noch ein paar Kisten dazwischen gestellt. Ist da einer? Nee, ist eine Kiste. Nee. Ja, wäre natürlich zu einfach, wenn der Typ ganz am Anfang der Höhle wäre. Und soweit ich das verstanden habe, funktionieren die Medpens noch nicht so richtig. Aber das ist ja seit der 3.13 irgendwie immer so ein bisschen... Ja, Dolly Wien, vergiss es. Das bist du mir nicht wert. Hier muss man auch aufpassen. Mittlerweile sind die ja auch, glaube ich, in den Gängen unterwegs hier. Da ist zum Beispiel einer. Kacke, ey. Schwein gehabt. Also das zickt immer noch ein bisschen rum, die Scopes. Ich habe ja auch keine Ahnung, wie viele überhaupt von den Typen da sind. Und wo der Vermisste ist. Ich habe null Plan. Die Sicht ist ja hier auch mega bescheiden. Auch ohne Grafikfehler. Oh nee, oder? Nee. Oh, was ist das? Felsen weggeglitscht. Aber was man ja nicht alles tut hier für eine vermisste Person, ja. Manchmal liegt da auch hier unten einer rum. Nee, sieht nicht so aus. Ich fühle mich da sowieso nicht so sicher, da unten rum zu krabbeln. Wenn hier in der Höhle wahrscheinlich noch welche sind. Geht dem automatisch weg von der Hocke, wenn er hier irgendwie auf dem Hindernis trifft. Das kann auch sehr böse enden. Hier unten bin ich, du Spast. Da zielt er nach oben, ey. Da wusste ich schon, wo ich bin, ne? Ah. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, ja, ne? Das ist nämlich gar nicht so leicht hier, wie das aussieht. Könnte hinter jeder Ecke könnte ja noch einer sein, ja. Die kündigen sich ungern an. Hier kam ich ja her. Alter, wo ist denn der hier? Das war auch gar nicht der Plan. Ich wollte eigentlich nur gemütlich minern gehen. Jetzt kommt er wieder nicht auf mit runden Arsch runter hier. Was war denn das? Jetzt. Alter, was ein Abenteuer.
new information regarding another possible outlaw attack and would like to strongly encourage all those traveling through the sector to use extra caution. While we have no specifics to share at this time, rest assured that we are diligently working to stop any such threat before it occurs. Thank you for your time. Ja, ja, ich bin schon vorsichtig, Mutti. Zumindest versuche ich's. Ach, wo ist denn der nu? Ah, hier ist Hadanit. Jetzt scannt er! Gott sei Dank. Ja, wenn ich den Typen schon nicht finde, kann ich wenigstens Hadanit mitnehmen. Meine Spesen. Das ist auch relativ angenehm abzubauen. Ich glaube, in der anderen Höhle, wo diese ganzen Typen waren, da muss irgendwie noch ja, ein anderer Abzweig sein oder so. Ich meine, diese pinken Flares, die hast du auch vorher immer wieder gehabt, aber das heißt noch lange nicht, dass in der Nähe dann auch die Person ist, die da vermisst wird. Manchmal liegt die auch schon nach auf dem Drittel des Weges. Store? Ach, ist das schön, ha? Ah, oh, das ist so lässig, ey, wie schnell der das jetzt einpackt. Ich könnte da feiern, ey, das ist so geil. Das ist schon fett hier. Ich glaube, es waren nur ein paar Steinchen hier, ne? Na gut, das hat er gesehen, ich nicht. Ja, das finde ich auch gut hier, dass er hier nicht... ja, dass es halt so ist, wie es ist hier. Jetzt aber auch wieder was mit Stork, siehst du? Ah, schön. Ja, ich glaube, das war's hier aber, ne? Ja. Na, jetzt muss ich den Gang wieder zurückkrabbeln. Prune. Also das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Also das scheinen sie, ich glaube, das war auch, ist auch immer eine Frage von Desync, ne? Du willst das aufheben und einstecken, aber der Server braucht ewig, ehe er das registriert. Und jetzt scheint das irgendwie gefixt worden zu sein. Das ist natürlich geil. Ich denke mal, ich werde jetzt erstmal eh versuchen, meinen Kram loszuwerden, weil das hat mich halt gewundert, dass ich den vorhin nicht verkaufen konnte. Personal Inventory hat sich da nicht geöffnet. Und ich glaube, später soll es ja auch so sein, dass man auch lebende Personen retten soll. Da muss natürlich noch ein bisschen an der KI gearbeitet werden. Die müssen dir ja dann auch hinterherlaufen oder was weiß ich, du musst sie dann auch tragen können. Je nachdem, ne? Kann ja sein, dass die verletzt sind oder sowas. Dass du da auch erstmal den ärztlich versorgen musst oder ja, sowas halt, ne? Kann alles sein. Das wäre natürlich auch cool, ne? Vor allen Dingen, wenn dann auch noch Gegner sind, ne? So eine richtige so Hostage-Situation, dass du da erstmal die quasi die Geiselnehmer wegmachen musst. Aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass das halt in diese Richtung geht, ne? Was ja auch sehr spannend sein kann. So, jetzt muss man hier wieder aufpassen. Wie gesagt, ne, manchmal, es kann auch sein, dass da hier Gegner wieder die respawnen und sowas. Ist mir auch schon passiert. Und da läuft man dann direkt ins Feuer rein. Das ist alles andere als günstig. Aber wir sind ja gleich draußen. 100 Meter noch. Ja, schade, ne? Ich hätte natürlich die vermisste Person jetzt auch gerne gefunden. Wenn man sich schon so einen Umstand macht hier. Aber okay. Es ist dunkel. Oh, 208 Grad und das im Dunkeln.
Im Dunkeln ist es hier scheinbar sogar noch wärmer. Ah, raus aus der dunklen Höhle, rein ins gemütliche Helle. Ja, aber so in Verbindung mit dieser Höhlenmission, also zwei Erkenntnisse. Man kann Vermisste jetzt also auch in solchen Höhlen finden, die halt ziemlich bewacht werden. Wo du normalerweise so zwischen, ja, 15 und 30.000 verdienst, wenn du die alle platt machst. Das hätte man natürlich auch noch verbinden können, ne? Das wäre natürlich cool gewesen. Mit einer Mission halt, wo man die wegmachen muss. Ja, schade, ich habe den jetzt nicht gefunden. Aber das mit den Steinchen funktioniert und das ist ja das, was mich eigentlich interessiert hat. Ja, jetzt breche ich das einfach mal ab hier. Das bringt jetzt nichts. Aber ansonsten, immerhin, ich bin zur Höhle gegangen. Das kann man mir nicht abstreiten. So, jetzt. Hui! Die Sicherheit des Quantendrives. Wenn auch eine trügerische. Kann ich die Station scannen? Er scannt wirklich was, aber was? Ja. Point of Hurston. Oh, guck mal, da schreibt sogar alles. Ship Components, Personal Armor, Personal Weapons, Clothing, Food and Habs. Also features a Refinery. Geil, oder? Ja, ich feier dieses Scan-Teil, ey. Jetzt sind wir schon so nah dran. Ich glaube, es lohnt sich gar nicht mehr, den Quantendrive reinzuschmeißen hier, die paar Kilometer. Naja. Gönnen wir uns den Spaß. Vor lauter Geschützturmanzeigen sehe ich ja gar nicht, wo ich landen muss hier. Jetzt. Erst diese Blink-Blink-Lichter und jetzt wird das ja grafisch vorgehoben. Es wäre natürlich cool, wenn ich meinen Rock hier irgendwie gleich wieder einstoren könnte. Aber das habe ich jetzt vergessen, den irgendwo auf dem Mond abzuladen. Steht auch nicht, warum ich den auf dem Mond abladen muss. Aber gut, Flight ready? Nee, wie jetzt? Ich. Hä? Power on? Wie Power on? Ich will Power off haben. Ja, Tank und so brauche ich ja nicht. Sehr sparsam, das Gerät hier. Hauptsache, ich bin jetzt hier erstmal verortet. Und versuche jetzt mal, das hat er nicht loszuwerden. Ich hatte das auch schon mal, glaube ich, in der 3.12 oder 3.13, dass da einfach die Stationen einiges nicht angenommen haben. Also weder Hadanit noch Aphorit, nur Dolivin. Ich habe keinen Plan, warum, aber ja. Und jetzt hat er das vorhin ja auf der Station gar nicht erst erkannt. Ja. Ja, nette Rüstung. Obwohl, blö, ist ja nicht so mein Ding. Passt ja auch nicht so richtig zu Team Red. Aber ich bin ja heute auch privat unterwegs. Da ist immer Minern angesagt und Höhle und ja. Kann ich zur Bank? Nee, ne? Scheiße. Kredit aufnehmen, von dem Kredit die Bank kaufen. Na? Und dann muss man die Schuld nicht mal bezahlen. Ah, nee. Wow, ein Dolivin ist drin. Hä? Nee, 10. Statt ein. Aber mein persönliches... Ach so, ich Trottel. Nee, warte mal, nicht ich Trottel. Ja, das Dolivin, das habe ich ja vorhin in den Rock getan, ne? Aber ich habe doch dann in der Höhle noch was geholt. Und da komme ich nicht hin. Hier steht auch nicht irgendwas von meinem normalen Zeug, was ich hier... Das ist scheiße. Moment. Hier, guck.
100, wow, 112%. Wie geht denn das? Und ich habe nur 7 Bröckchen. Jedenfalls glaube ich, dass es das ist. Nee, wieso steht hier Dolivin? Synergie? Achso, das ist das Trinken. Hä? Ich habe doch Hadanit. Nee, was habe ich denn abgemeinert? Eine Hadanit in der Höhle. Habe ich doch aufgehoben. Drop Item. Nee, wenn ich das jetzt fallen lasse, ist es erst recht weg. Store all. Geht auch nicht. Hä? Nochmal hier. 112%. Glaube ich aber nicht, Keule. Wenn ich das hier runterpacke, geht das auch. Guck mal, ja. Jetzt, ja. Und da, das, eins von den beiden, das ist es Hadanit. 112%. Das war jetzt ein bisschen komisch, wa? Das geht so nicht. Da muss ja irgendwie auch wieder so ein Bug drinnen sein. Aber mal gucken, vielleicht geht's jetzt. Nee, das sieht immer noch das Dolivin, was gar nicht mehr an Bord ist. Nee. Kaufen, was kann ich denn kaufen? Scrap. Ja, okay, das brauche ich jetzt nicht, ja. Scheiß. Ja. Yeah. Scheiße. Alter, was machst du hier? Kann ich das mal verkaufen, das Hadanit? Need something? Ja, kauf mir das Hadanit. Make a delivery. Ja. Alright. Place it here. Okay, warte. Ich place it hier. Ich komme nicht ins Menü rein. Jetzt zeigt das mir. Ah, jetzt. Hier, guck. Da. Drop Item. Guck, ich hab's gedroppt. Ja, ich hab's doch gedroppt. Irgendwo ist es da. Ja, jetzt ist runtergefallen. Jetzt suchst du das, oder? Fine. Never mind. Ey, da nicht einstecken. Das ist... Placeholder? Was ist das? Platzhalter? Ey, da ist mein... Ey, das slippt nicht weg. Ich kann's wieder aufheben. Geil! Ach, Keule, du bist so nichts zu brauchen. Ja, ich hab's aufgehoben. Tschüss. Ja, fick dich, du Penner. ich fass das einfach nicht hier. Was für ein inkompetenter Haufen. Ja, aber es hat gut funktioniert und ja. Also jedenfalls das Abmeinern und Aufheben, das funktioniert jedenfalls. Bei dem anderen bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ne? Das hat noch ein paar kleine Kinderkrankheiten, aber ich denke mal, das wird auch gefixt in der nächsten Zeit. Ich werde auf jeden Fall einen Bericht schreiben in das entsprechende Bugforum. Und bis dahin sage ich mal Tschüss.